Vor genau einem Jahr haben wir über den Traum eines jungen Deutschen berichtet. Tobias Strebel wollte nicht älter werden und er wollte unbedingt aussehen wie Justin Bieber. Dafür zog er sogar nach Amerika. Was immer ihn dabei gejagt oder verfolgt hat, es hat ihn leider eingeholt. Es ist die traurige Geschichte eines jungen Mannes, der nie so sein wollte, wie er war. Sein ganzes Leben lang versuchte Tobias Strebel auszusehen wie der amerikanische Popsänger Justin Bieber. Er ist mit nur 35 Jahren gestorben. Ach, Mom. Das ist schon traurig, dass so eine Person einfach von heute auf morgen gestorben ist. Denn er war ja jetzt auch nicht irgendwie extrem alt oder krank. In gewisser Weise war Tobias Strebel krank. Er wollte mit aller Macht für immer jung bleiben und gelangte als eine Art Abziehbild von Justin Bieber zu trauriger Berühmtheit. Ich muss noch einiges tun, damit ich für immer so aussehe. Wann hörst du damit auf? Wann ich aufhöre? Wenn ich sterbe vielleicht. Am 21. August werden seine Worte wahr. Tobias Strebel wird tot in einem Motel aufgefunden. Neben seinem Leichnam werden Drogen entdeckt. Doch woran er wirklich starb, ist bis heute nicht geklärt. Ich weiß nicht, kann man an unzufriedenem Herzen sterben? Womöglich kann man das. Richtig glücklich war Tobias Strebel zumindest nie. In einem seiner letzten Interviews erzählte er uns von seiner traurigen Vergangenheit. Wo ich so 14, 15 war, da war es ziemlich schwer in der Schule. Da hatte ich praktisch keine Freunde, war immer allein zu Hause, weil ich halt ziemlich dick war. Ich habe viel Schokolade gegessen und Sodas getrunken. Und dann, das habe ich schon gemerkt, dass aber je besser du ausschaust, desto mehr Freunde hast du, desto mehr Leute wollen halt mit dir zusammen sein, wollen mit dir irgendwas unternehmen. Tobias will nie wieder gehänselt werden. Als er mit Anfang 20 die ersten Haare verliert, fängt er an, sich operieren zu lassen. Ich wollte natürlich erstmal jünger aussehen und dann hat es halt mit den Haaren angefangen. Dann ist der Justin halt groß ausgekommen und dann habe ich halt natürlich mit denen angeschaut und gedacht, wow, das jugendliche Gesicht, so will ich auch ausschauen. Er wollte genau dieselbe Nase haben wie Justin Bieber, dieselben Lippen, dieselben Wangenknochen, dieselben Haare und er hat wirklich sehr, sehr viel Geld investiert. Das hat er, fast 90.000 Euro. Da liegen natürlich Selbstzweifel und Komplexe liegen unter diesen ganzen Operationen. Jemand beginnt, etwas an seinem Gesicht zu verändern, ist am Anfang erstmal zufrieden, aber dann gibt es kein Ende. Das Fatale? Obwohl sich Tobias mehr als 20 Mal unters Messer legt, wird er seinem Vorbild nicht ähnlicher. Das sieht überhaupt nicht aus wie Justin Bieber, nicht mal ansatzweise. Und deswegen hat er auch die Drogen genommen, weil er irgendwann gemerkt hat, dass er mit diesen Operationen nicht weiterkommt und seinem Original oder demjenigen, dem er danach eifert, gar nicht ähnlich sein kann. Mit nur 35 Jahren ist Tobias Strebel gestorben. Er wollte niemals in seinem Leben alt aussehen. Diesen Traum hat er auf tragische Art und Weise verwirklicht.